Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg gegen die, ich glaube, kanadische Gilde Le Sem d'Elite. Hierzu ist zu sagen, dass einer aus meiner Gilde gestern Abend bei mir war und wir zusammen die ersten drei Angriffe gemacht haben, also was heißt zusammen parallel, und er hat gesagt, ich darf mir aussuchen, welchen er angreifen soll. Hätte ich nicht machen sollen, das ist der, mit dem ich den Wettkampf habe, und was soll ich sagen? Er hat am Anfang drei One-Shots hingelegt und direkt mit guten Punkten. Premiere, ich nutze Emilio, weil da jemand ist, der Alfrike hat. Und ja, Alfrike kann mich mal, wenn Emilio oben ist. Dann habe ich zwar den Schaden und die Lebenspunktereduzierung, aber immerhin nicht zusätzlich dann noch die Mana-Verbrennung. Ja, das Board, ihr seht es selbst. Ist jetzt nicht so überlaufen mit Rot und Lila. Da muss man sich jedes Match teuer erbauen. Und da kriegt man eine Menge Schaden, bis es soweit ist, bis das erste Match dann ist. Das war Glück. Ich habe mir da mal das lila Match versaut. Gut, muss man sich das wieder neu aufbauen. Ich hätte da unten auch gerade einen Vierer in Rot bauen können. Nun kann ich einen Dreier in Rot bauen und das reicht dann zumindest für die Roten. Zumindest die, die eine Mana-Truppe haben. Ja, der Feuerschaden ist genug für Elkanen. Und dann ist es auch soweit. Ich habe so ein bisschen verzweifelt. Wollte einfach nur das Board abändern und dann einfach mal angefangen zu spielen. Das ist super, das hätte auch gerade besser sein können. Ich hätte da auch die drei Roten untereinander spielen können. Dann hätte Sturmfang nicht ausgelöst. Ich wollte allerdings auch das Mana haben, weil ob die jetzt nur heilen oder nicht, ist erstmal egal. Ich wollte das Mana haben, so schnell wie es geht wieder. Ja. Ich wollte eigentlich Emilio haben, um Alfrik zu verhindern. Hat nicht ganz funktioniert. Was jetzt passiert, seht ihr. Die killen sich alle gegenseitig. Und das Schöne ist auch, dass egal was ich jetzt mache, es natürlich in einer Giganto-Kombo endet. Und jetzt, wo ich endlich was auf dem Board habe, kann ich es nicht nutzen. Ich muss jetzt hier auslösen und Matches machen, ohne dass ich irgendwas mache. Und natürlich passiert es, dass dann die Auto-Attacks trotzdem sind. Das hätte gerade auch eine böse Kombination geben können. Den Diamanten wollte ich zu diesem Zeitpunkt nicht auslösen. Mit zwei Dealern ist das zu wenig Schaden. Wenn Alfrik jetzt auslöst, war es das. Deswegen die Frage, wie spielt man was? Zwei Dreier-Matches spielen, damit das Mana voll ist. Heilen, Schutz drauf, Brand, nochmal Rot holen, solange Alfrik nicht auslöst. Jetzt, wo sie auslöst, kann man auch den ganzen Schaden raushauen. Jetzt ist es eh egal, jetzt kann man auch die Diamanten zünden. Und da sieht man, da kam so gut wie kein Schaden rum. Der Schaden ist böse, ihr habt es gesehen, für Emilio hat das gereicht, aber wenigstens ist das Mana nicht verbrannt. Ja, Minion gegen Minion. 20 Lebenspunkte hat sie. Sie darf nicht nochmal auslösen und ich habe keine Farbe drunter. Sie braucht, glaube ich, 13 Steine sind das, um fertig zu sein. Ich glaube, in der Verteidigung wird das aber anders berechnet. Da habe ich mich lange, lange gekrämt, während Locke schon seinen ersten Hammergegner hinter sich hatte und schon am zweiten war und mir schon gesagt hat, ah, ha, 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 ha. Aber
Ich hab's geschafft. Kodiak. Kodiak sehen wir später nochmal. Ihr seht es, ich habe hier eine etwas andere Konfiguration. Normalerweise habe ich hier einen Jabberwock drin, den schlechteren. Oder wenn ich nicht aufgepasst habe, den guten. Habe mich diesmal für Proteus entschieden, weil so richtig Schaden kommt nur von den linken Beinen, von links rein. Zwei Heiler, die machen eigentlich nichts und vor allen Dingen heilen die Alasi nicht mit. Aber da muss man erstmal gegen ankommen. Und auch wenn dieses Team nach nichts aussieht, so einfach war es einfach nicht. Das kann man mal sagen. Reduzierte Mana-Geschwindigkeit, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht, dass da nichts mehr ankommt. Immerhin den ersten weg. Ob Sulak nur auslöst oder nicht, ist vollkommen egal. Da kann ich auch reinspielen. Die stellt dann den Minion hin. Heimdall hält das definitiv aus, was Mahjong zu bieten hat. Der Heilungs-Debuff, der ist schon ärgerlicher, da die linke Seite jetzt überhaupt keine Heilung mehr bekommt, bin ich dann auch erstmal auf links gegangen. Und hier ist jetzt auch gut, dass ich die Kostümvariante von Rigard drin habe. So kriege ich wenigstens dann noch Heilung. Hätte ich den gerade gehabt, um den Sandschaden zu reinigen, dann hätte ich keine Heilung bekommen. Oder nur die Hälfte. Ja, Alasi sollte am Gift sterben. Und an den Minions. Dementsprechend. Ja. Ist das jetzt nur noch ein Runterspielen? Und ich kann sagen, das dauert länger. Zu dem Zeitpunkt sind dann auch unsere anderen Freunde eingetroffen. Dementsprechend gibt es gleich noch ein paar Pausen immer wieder während des Ende zweiten und Anfang dritten Matches. Ich wollte da meine Angriffe direkt auf dem frischen Board machen. Ja, Gegner Nummer 2, 68 Punkte. Gegner Nummer 3, Benos. Das erste Mal, dass ich Russell sehe. Russell mit 20 Wappen. Und ich finde, auch wenn er selbst ausgelöst hat, brennt er schon nicht schlecht. Also ist schnell wieder geladen. Aber was soll ich sagen, ne? Wenn das Spiel direkt mit dem Diamanten startet. Ups. Nein. Okay, merken, der Kommentar, tut mir leid. Fehler in der Matrix. Da muss ich nochmal neu starten, tut mir leid. Besser wäre es natürlich gewesen, ich hätte erst den Grünen unten gespielt, den Dreier. Ich habe allerdings, glaube ich, den Diamanten direkt gemacht. Und auch hier erst gesehen, dass der schon angefangen ist und damit weniger Punkte gab. Gut, dadurch, dass ich den Grün nicht gemacht habe, gab es dann direkt den zweiten Diamanten. Da muss man auch einfach sagen, ja, was soll da noch passieren? Da habe ich falsch gespielt, falsch ausgelöst, hätte erst für ein Ziehen machen müssen.
meine Vorsicht hat sich zumindest ausgezahlt, dass ich zwei Heiler dabei hatte. Melennor wird so gut wie nicht benötigt. Und eigentlich ist es ja mit Freya sind es ja zweieinhalb Heiler. Und hauptsächlich Schaden kommt dann gleich durch die Minions von Freya rein. Ich krieg natürlich auch, wenn Ureus auslöst, Sandschaden über Zeit. Ist dann halt so, muss man mit leben. Deswegen hebe ich mir den auch auf. Ich glaube, ich löse ihn sogar jetzt auch direkt raus mit dem Dreier in Grün und damit, also mit dem Dreier Rot, Dreier Grün. Die Kombination. Ah, hier sind jetzt die Freunde gekommen, was ich schon angesagt hatte. Aber unten links die Kombination hätte am meisten Sinn gemacht. Habe ich nicht gesehen. Hätte man aber unten links eben gerade mit Dreier Rot wäre dann in den Zweier Dreier Grün rein, hätte am meisten Schaden gemacht. So nicht aufgepasst, ist aber auch egal. Zwei grüne Matches links, mal gucken, ob ich da sehr wahrscheinlich mache ich den Vierer oder nein. Ich habe zwei Matches gemacht, alles gut. Russell wollen wir nicht, dass der sich nochmal lädt, deswegen haben wir Rigard aufgehoben. Ist aber auch vollkommen egal, weil wir auch Francine haben und die eh alles runternimmt. Also, ja. Die Minions regeln jetzt, ne? Leider, leider hat die untote Horde die guten Raben auch weggemacht. Da kann man jetzt, löse ich glaube ich auch einfach die Diamanten aus. Also, dass ich das nicht mehr verliere, ist klar, ist nur die Frage, wie lange dauert's. Ich hatte das Wochenende, ja, ich war Strohwitwer, meine Frau war weg, aber ich war mit meinem Kleinen alleine, dementsprechend gab es auch dieses Wochenende keine Videos. Und ja, meine Frau ist seit einer Dreiviertelstunde wieder da und deswegen gibt es jetzt das Kriegsvideo. Wieder 66. Ja, Darkbräuk hatten wir schon mal. Ja, Milena ist einfach gut, muss man mal sagen. Für 5 Steine 20% heilen, das ist einfach traumhaft. Gut, Elkan nervt so richtig rum. Und man muss da halt auch ganz klar sagen, Schweinchen hält aktuell noch. Noch hält das Schwein aus. Hier ist jetzt die Überlegung, Krampus jetzt schon zünden oder nicht. Und dann auf jeden Fall blau sammeln. Und das Minion von Krampus hat das Schwein gerettet. Vorerst, muss man dazu sagen. Das Problem ist natürlich, dass Alfrik nicht geladen ist und dementsprechend Krampus ausläuft und dann haben wir ein Problem.
Wir bespielen jetzt erstmal nur die linke Seite in der Hoffnung, dass wir da irgendwie drumherum kommen und Mana sammeln. Und es hat funktioniert. Krampus ist wieder bereit. Und dann können wir auch gleich in Alfrique reinspielen. Die wird sich dann schön wehtun. Krampus wird, glaube ich, dabei sterben. Da kommt so viel Schaden rein. Okay, er hat es überlebt. Aber immerhin, ja, Alfrique hat auch böse, böse Schaden genommen. Reicht dann, um sie wegzuräumen. Und da sieht man mal, wie gut Gegenschlag gegen den Computer ist. In Kombination mit reduziertem Schaden und Spott. Also im Endeffekt hat Sif und Krampus gerade Alfrique ausgeschaltet und Elkanen mit dem Gegenschlag. Also da bin ich mehr als glücklich. Ja, Leonidas hätte sich selbst killen können. Hat er leider nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Sind wir ehrlich, das Ding ist gelaufen. Wobei ich auch im Turnier schon zweimal gesagt habe, Sachen sind vorbei und gelaufen und dann habe ich mich selbst gekillt oder sonstigen dummen Mist gemacht. Dementsprechend sollte man natürlich den nicht zu früh feiern. Es kann ja immer was passieren. Ja, jetzt ist das hier Farbe sammeln, bis alles wieder fertig ist und dann wird einmal nochmal draufgegangen. Also ich bin froh, dass ich damals dann doch noch gezogen habe als Devana. Ich glaube im Juli Held des Monats war. Weil die ist halt einfach richtig, richtig gut. Ja, hier hat er sich selbst gekillt. Ja, Kodiak sehen wir nochmal. Frank, erster Einsatz gegen Minions. Sollte gut werden. Habe ich mir gedacht, besonders weil er nicht so stark ist und ja, aber ihr seht, was da auf dem Board ist. Es ist nicht so super. So viel Veränderung wie möglich. Ja, und das heißt dann auch, dass wir in Mahjong reinspielen wollen, was ich eigentlich noch nicht wollte. Alternativ wäre der Dreier oben, der jetzt gerade auch angezeigt wird. Ich glaube, ich habe mich für Mahjong entschieden, was Fehler war. Ich hätte definitiv in die beiden Heiler reinspielen sollen, die ja nichts machen außer heilen. Ja, und jetzt muss ich gerade schon mal ein Match suchen. Sehe dann, glaube ich, das Einzige, was möglich war. Aber das ist halt überhaupt nichts, was mich irgendwie weiterbringt. Ja, das wäre auch besser gewesen, hätte ich das Gift auf den Falken gemacht. Dann hätte nämlich Alasi schon die ganze Zeit einmal Giftschaden bekommen. Hier muss ich für das nächste lila Match schon wieder zwei Bewegungen machen. Wäre aber auch besser gegangen, hätte ich das Gelbe runtergezogen, dann wäre das Grüne nach oben, dann wäre ich, ja, wäre es genauso gewesen, aber ich hätte mehr Bordbewegung drin gehabt. Muss man ganz klar sagen, da war ein Fehler im Spiel. Auch hier wäre Alasi schon mit Schaden versorgt gewesen. Hätte Alasi vielleicht schon die Segel gestrichen, muss man ganz klar sagen.
sieht man mal, wie böse die noch reinhaut. Und das, obwohl sie ein älterer Held des Monats ist. Auch schon wieder falsch, ne? Schon wieder in die Mitte gespielt. Also. Alasi hätte da schon deutlich weniger Lebenspunkte haben können. Dass das Board schlecht war, okay. Aber definitiv Fehler begangen. Ja, ihr seht, das verliere ich hier, ne? Das ist verloren. Ich konnte nicht mal reinigen. Dann war schon Putzbier drauf. Und dann habe ich mich entschieden, zum ersten Mal im Krieg Mono zu spielen, weil mir aufgefallen ist, dass mir gewisse Steine fehlten, die ich noch Heiler brauchte und Karten. Und ja, lief nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte noch Tür über und Oreos und noch ein paar andere in Blau und Grüne. Alles gute Helden. Aber ich hatte mich dann hierfür entschieden, weil ich mir gesagt habe, wenn ich schon gelb spielen muss, weil es der einzige Heiler war und dann mit Anastasia noch die zweite Heilerin dabei hatte, dann muss es so gespielt werden, dass wenigstens ordentlich Schaden rumkommt. Und dann ist es halt Mono. Mit zwei Matches ist zumindest Anastasia fertig, dachte ich mir. Und dann, ja. Ich habe mich erst für die linke Seite entschieden. Ja, und dann geht der Oreos einfach drauf. Sicher ist sicher. Und dann haben wir direkt das Dreier-Match unter der Königin. Und es macht Peng. Anastasia heben wir uns, glaube ich, nicht auf. Die wird direkt rausgejagt, weil ich hier mehrere Helden habe, die nicht volle drei Lebenspunkte haben. Und das reicht jetzt für die Königin. Der Schaden von den Minions, ne, den Anastasia macht, der ist vollkommen egal, ob das jetzt 5 oder 6 sind. Eine absolute Nebensache. Wichtig sind einfach die 120 Lebenspunkte. Jetzt hat es Wappen, jetzt ist es mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr es ist bei mir. Aber das ist einfach so gut, diese Heilung. Durch die Minions. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Da war so viel geghostet, dass jetzt die Fiends draußen sind. Dann gehe ich auch dann direkt auf Gwen drauf. Fiend Nummer 1. Ja, geladen, ne? Feierabend. Zum Zeitpunkt, als ich das Video aufgenommen habe, ist der Krieg noch nicht vorbei. Aber er ist definitiv gelaufen. Das ist das Endresultat. Wir haben 0 Angriffe, der Gegner hat noch 9 und wir führen mit knapp, ja, ich glaube 1800 Punkte waren es. Da steht meine Verteidigung 1-1, 3-2. Fünf, drei, sieben, vier. Damit bin ich sehr zufrieden. Ja, Glückwunsch an Luis für einen Top. In den Top 15, ich habe Platz 12, ist nur dreimal der Gegner auf. Platz 12 von 46 mit 5 One-Shots. Eins davon ein kleiner Rest. Ich bin absolut zufrieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Kiste, die ihr seht, die wird morgen als Short nachgereicht. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.